Der Kurort Baden-Baden. Ein Ort der Schönen und Reichen. Die Stadt ist wie gemacht für das Finanzministertreffen der G20-Länder am kommenden Wochenende, hier im Kurhaus. Nachdem die Wahl auf Baden-Baden gefallen war, hat die Stadt schnell noch den Leopoldsplatz mitten im Zentrum in eine riesige Baustelle verwandelt. Nur leider passt die so gar nicht zum G20-Treffen. Also jeder, der eine Baustelle kennt und sich hier umschaut, merkt, dass hier wahnsinnig viel Material herumliegt, das nicht ganz friedliche Demonstranten sehr gut als Wurfgeschosse nehmen könnten. Ach, Herr Henn, die Stadt Baden-Baden hat da natürlich mitgedacht. Schließlich soll keiner der Finanzminister einen Stein an den Kopf bekommen. Der Platz wird verfüllt, anschließend asphaltiert und nach dem G20-Ministertreffen wieder geöffnet in Teilen. Das heißt, alle Baufahrzeuge weg, ordentlich Sand in die Grube und anschließend Asphalt drüber. Und wenn die Finanzminister weg sind, wieder aufreißen. Und weiter geht's mit den Bauarbeiten. Toll, das alles kostet nur 90.000 Euro. Etwa plus minus 90.000 Euro. Ach, was sind denn schon 90.000 Euro Steuergeld? Gut, man hätte auch nach dem G20-Treffen mit den Bauarbeiten anfangen können, wie es die SPD vorgeschlagen hatte, aber... Die anderen Fraktionen waren alle dagegen. Man hat uns sogar Traumtänzerei vorgeworfen. So eine große Baustelle könnte man nicht einfach verschieben. Nein, aber wie man jetzt sieht, zuschütten, asphaltieren und wieder aufreißen für viel Geld. Ja, das geht schon. Tja, Baden-Baden schwimmt im Geldgeld.